Moin zusammen, wir gehen jetzt zu dritt nach Point Hope. Wir haben aber einen Beweisanwalt, das hier, wir müssen uns an die Map gewöhnen. Es ist hier ein bisschen schwieriger, ohne Beweise zu spielen. Vor allen Dingen Miling-Tests und solche Scherze. Weil man es manchmal wirklich schwer hat, den Geist auch länger anzugucken oder über eine längere Range zu loopen und so weiter. Also, wir bereiten kurz vor und dann geht's rein da. Leider ist die Gerade Tür drüber schon auf. nachgedacht. Deshalb, Ja, passiert, ist halt jetzt suche ich ziemlich den schwer Breaker. gewesen. Ja, dann bringt ihr lieber erstmal die Items, damit wir nicht zu viel Sanity verlieren, weil sonst sind wir nachher wieder ruckzuck im Dauerhandzustand. Ich mache nur kurz hier das Licht an und komme dann auch wieder runter. Und falls ich den Geist finde, natürlich, dann wissen wir schon mal, wo er ist. Machen Ja, wir was an. eigentlich von dem Fährmann-Dings da, was wir gemacht haben, da sind wir halt gleich reinspaziert. Ghost, are you here? Give us a sign. Ich sehe den Breaker leider noch nicht. Ich glaube, der ist sehr weit oben. Vorne liegt der Knochen! Ja, dann könnt ihr den ja auch direkt versorgen. Cool. Kann man das eigentlich? Ah, cool, kann man da einstellen. Das ist nice. Ghost, are you here? Show us. Wo ist denn der Breaker? Ist der etwa ganz oben? Wo ist der denn? Ich habe ihn gerade gefunden. Ja, der ist ganz oben. Ja, jetzt setzt sich das auch in Bewegung hier. Ghost, are you here? Show us. Ich weiß gar nicht, ob der auch ganz oben sein kann, der Geist. Ghost, are you here? Give us a sign. Beim Breaker in der Nähe ist schon mal ein Versteck. Ghost, are you here? Give us a sign. Are you here? Ich finde die Haifische so cool. Kann man die auch so? Die kann man auch so aktivieren. Süß. Ich finde die niedlich. Okay. Dann gucken wir mal. Okay, der Geist ist oben in diesem Schlafzimmer. Ich werde da jetzt nur in dem einen Zimmer mal das Licht anlassen. Und wir haben EMF5 und er hat ein Licht angemacht hier drinne. Also ist das kein mehr. Aber mehr ist eh raus durch EMF5. Wir brauchen also keine Beweis-Items mehr. Okay, perfekt, dann haben wir hier schon mal alles. Es wird mit einem Prozi und einer Kamera hochkommen. Okay, ich guck mal kurz, wo wir uns dann verstecken könnten in der Nähe. Ich glaube, da drunter die Etage können wir uns leider nicht verstecken. Wahrscheinlich dann eine später. Kann man sich hier verstecken? Verstecken müssten wir uns dann eine Etage drüber, wo der Breaker auch ist. Wir müssen auf jeden Fall die Sanity im Auge behalten. Mach dann unten im Wohnzimmer schon mal alle Lichter an. Der Geist ist eben sehr, sehr, sehr weit oben und der Breaker leider auch. Deswegen müssen wir schauen, dass wir hier unten jetzt unsere Sanity so gut es geht erhalten. Wir haben jetzt oben, glaube ich, zwei Lichter an. Wir können maximal 10 anhaben. Ich versuche jetzt hier alle Lichter unten anzumachen. Ich hoffe, der Breaker fliegt uns nicht um die Ohren. Okay, es ist gut gegangen. Okay, was brauchen wir? Wir brauchen eigentlich gar keine Beweis-Items. Wir brauchen Sensor. Okay, jetzt bereiten wir erstmal vor. So, wir sind jetzt hier, glaube ich, fertig. Jetzt mache ich hier die Lichter aus und dann mache ich da drüber die Lichter an und so tun wir das als Etage für Etage langsam voranbringen, die Items. So, dann machen wir jetzt hier das Licht an. Das ist zumindest die Taktik, die ich jetzt erstmal versuche. Die Laternen, die kann man ja auch ein bisschen nutzen, um Sanity zu erhalten.
So, und dann arbeiten wir uns so jetzt einfach Stück für Stück immer weiter vor. So. Ist zumindest mal der Plan. So. Okay, dann bis gleich. Kurz hier, okay. Ich komme mit einem Glowstick hoch, um das Versteck zu markieren. Na, das war ein Event. Ich habe gerade ein Event hier oben gemacht. Wieder Kurzi. Er hat schon wieder das Kurzi angefressen. Und vorher kam so ein ganz komisches Stöhnen unten. Das war ein Event gewesen davor. Ach, da bist du im Schrank. Ja, ich dachte mir sicher, wenn ich hier mit dem Parabol hocke und kann das mal stoppen. Ja, ich habe sie gerade wieder angemacht. Ihr macht doch die Fotos immer. Ich mache keine Fotos. Komm her! Ach, er läuft nach unten. Ich sehe nur den Schatten. Ist nicht schlimm, wir haben da Salz. Ist das ein Oni? Ich weiß nicht, der war ziemlich lange sichtbar, glaube ich. Ich bin aber nicht ganz sicher. Hab ihn übrigens gesmatcht. Sagen wir mal 27. 27. So. Ja, ich habe ihn gesmatcht. 27, 57, 8, 50. Also das Salz, wo der eine Behälter drin liegt, der Glowstick und nochmal ein Behälter, die sind noch nicht fotografiert, da ist er noch nicht reingelaufen. Achtung, Hand. Oder? Nee, war ein Event. Ja, tschüss Licht. Ich dachte, das wäre eine Hand. 8,50. So, normaler Geist könnte jetzt gleich wieder handen. Normaler Geist kann jetzt wieder handeln. Ich weiß gar nicht, wie ich hier einen Gin testen soll. Das ist total schwierig. Oh, hallo. Ich will nicht, dass er direkt in meinem Gesicht spawnt. Ich glaube, das ist ein Oni. Der schmeißt ein Event nach dem anderen gerade. Ja, durch eine immer. Also wenn du direkt da drüber oder da drunter bist. Oh.
Er ist da vorne. Will er jetzt machen? Show us. Gib was es sein. Are you here? Mein Gott, das klang so, als ob der hier spawnt, ey. Es klang, als ob der auf der Treppe war. Ich kann es nicht genau sagen. Lebt ihr noch? Ja. Boah, Alter, das war ey. Knapp, Alter. Ja, das war echt knapp, ey. Ich habe versucht, ihn noch länger anzugucken, aber ich konnte jetzt nicht so viel sehen. Oh, wir haben gerade die 25% erreicht. Der ist da unten in den Salz getreten. Es fehlen noch drei Fotos. Naja, wenn er alle Salz benutzt hat, dann hätten wir alle Fotos frei. Aber schnell können wir ja streichen, ne? Ja, der Shade kann raus, der Spirit kann raus, Wraith kann raus und Raichu kann raus. Twins müsste ich noch mal hinhören nachher, aber ich habe keinen Smoochie mehr. Hey, sag doch einmal. Hier beim Hai. Wo ist er? Hier. Ach, hat der Hai drauf aufgepasst, das ist ja lieb. Geht ihr aber lieber jetzt mal runter, weil nachher wird's riskanter, sonst kommt ihr nicht mehr hier raus. Hier unten ist noch ein Salz, was fotografiert werden kann, da wo der Pottich drin ist. Die Haie sind echt cool. Hier, ihr könnt den ja für mich mitnehmen. Auf der Treppe da. Falls ich sterbe, rettet die Haie. Das ist eure primäre Mission. Rettet die Wale, essen mehr Japaner. So. Sag mir jetzt nicht, ihr seid auf dem Weg nach draußen gestorben. Bitte nicht. Oh, ich dachte gerade, der hat gehuntet und hat einen von euch erwischt, als ihr rausgingt. Nee, ich zeig ihn auf das Duschenversteck. Ach so, okay. So, hier ist auch noch ein Versteckchen. Okay. Ja, was habe ich da gerade gehört? Ich habe doch so ein gehört. Ich würde da gern das Licht anmachen. Der huntet gerade. Kann ich hier einen Gin-Test machen? Geist? Hallo, Geist. Hallo? Bei mir ist er auch. Ich glaube, er ist noch Richtung unten gelaufen, statt nach oben. Ja, in der Dusche bist du sicher. Der kommt da, glaube ich, nicht so weit runter. Er ist fertig. Ihr hattet eine Kamera in seinen Raum reingestellt, ne? Ja, wir gucken gleich mal rein. Okay, dann könnt ihr ja nachher mal gucken, ob ihr da irgendwie eine lange Sichtbarkeit seht oder so, wenn der anfängt zu handeln. Okay, er huntet, glaube ich, jetzt. Oder? Ja, er huntet. Ghost? Ghost! 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 Er ist wieder abgehauen. Ghost! Hey! Wir sollten vielleicht die Camps doch noch ein bisschen.
Das Problem ist, hier ist alles so eng. Ich sehe ihn ja selber noch nicht mal hier vor Ort richtig gut, weil das ja hier einfach nur so ein enger Gang ist, ne? Ich kann sie höchstens in den Gang rausstellen. Da muss ich nur aufpassen, dass ich nicht dran hängen bleibe. Ah, der Boyka ist die ganze Zeit an. Vielleicht haben wir ja einen Gin, aber ich weiß nicht, wie ich das testen soll. Der muss dafür mal hier hochkommen. Ja, aber durch das Licht sehe ich seinen Schatten, wenn der in den Flur kommt. Das ist eben sehr schwierig. Hier muss man wirklich seine ganze Taktik umändern. Ich habe auch Angst, dass der hier auf mir spawnt, ne? Mist, der kommt viel zu schnell und viel zu nah. Wie soll ich denn hier einen Gin testen? Ich kann keinen Gin hier testen, weil der ja nicht so hier hochkommt. Ich kann es nur vermuten. Okay, denkt ihr, es ist eher ein Oni? Weil ich kann nicht mehr auf Gin testen, weil jetzt ist der Smudge weg und der war mir viel zu nah gewesen. Es ist viel zu schwer, den hier hochzulocken. Also denkt ihr auch, der war lange sichtbar? Okay, ich kann ja noch meine Hand durchlaufen lassen. Vielleicht könnt ihr ihn ja einigermaßen da noch mal beobachten. Ich bleib dann hier oben einfach im Versteck. Wir können es ja zumindest versuchen, ne? Okay, dann warte ich jetzt hier oben im Versteck kurz. Ich meine, der Gorio ist ja raus, ne? Der hat die Dots erzwungen. Der Obake ist raus, weil der hat die Fingis erzwungen. Jetzt weiß ich nur nicht. Meiling? Wenn der hier hochkommt. Sagt mir dann gleich beim Hand, ob der die Treppe hier hochkommt. Ich werde mal hier ganz am Ende vom Raum sitzen und versuchen, auf Meiling zu hören, falls er hochkommt. Er muss eben auf der gleichen Etage sein wie ich, sonst ist das schwer. Ich bleibe hier jetzt in der letzten Ecke extra. Mal schauen. Haben wir hier eigentlich? Nur hier haben wir keine extra Lampe, ne? Ah, okay, wir haben hier extra Lampen. Die muss man wahrscheinlich alle anmachen. Was ist das für ein. Ich finde die Map cool, Leute, ne? Aber das neue Sanity-System ist für den Arsch. Ja, der hat sich wohl am Smudge verschluckt. Aber ein Spirit ist es nicht, weil vorhin hat er ja auch wieder früher gehuntet. Kommt er hoch? Ich höre aber alles. Ich höre alles, also ich glaube nicht, dass es ein Neiling ist. Und der Breaker ist die ganze Zeit an. Das verwirrt mich eben, ne? Der Breaker ist eben an. Ich überlege gerade. War ich im Raum? Also ich habe auf jeden Fall jeden Schritt gehört von ihm. Also ich denke mal, Meiling ist es nicht. Jetzt ist es zwischen Jin und Oni eben. Twins glaube ich auch nicht. Geschwindigkeit klang nämlich normal. Ja, und das Problem ist, ich konnte hier nicht Jin testen, weil der immer zu nah an mir dran war. Man muss ja mehr als 3 Meter von dem Jin entfernt sein. Hantet er wieder? Es ist eben schwierig, ne? Ich kann ihn auch nicht mehr angucken, weil ich keinen Smudge mehr habe. Und sprinten kann ich jetzt auch nicht, um groß schnell wegzukommen. Keine Ahnung, wo der gerade ist. Der läuft gerade sehr komisch.
War da ein Versteck in seinem Raum gewesen? Oh, gute Frage, weiß nicht. Er ist jetzt aber fertig. Ich gehe mal ganz kurz runter. Ich habe ja 25 Sekunden. Ich guck mal kurz, ob da irgendwas zum Reinducken ist. 10 Sekunden sind vorbei. Nee, das Versteck ist nicht verfügbar hier drin. Sonst hätte ich mich mal da reinhocken können und wir hätten Gin mit dem Dingens testen können, mit dem Breaker, weißt du? Aber können wir nicht, weil da kein Versteck bei ihm ist. 30 Sekunden sind vorbei. Und fast bei 40 Sekunden fing er an. Jetzt ist er hier hochgekommen. Gin, Gin, es ist ein Gin, Gin, Gin. Ich bin dafür jetzt gestorben, aber es ist ein Gin. Ich hoffe, Sie haben es gehört. Ich hoffe es. Okay, ich kann leider nicht sprinten als Toter. Nein, wo ist der Vogel? Ich will den Vogel haben. Gib mir den Vogel. Ja, ich hab's versucht. Die Tür hat mich wieder so komisch rausgeglitscht. Das ist mir letztens auch mal bei dem Apocalypse passiert, als ich versucht habe, da reinzugehen ins Versteck und die sofort zuzuziehen. Ich dachte, der Hand endet vielleicht gleich. Aber leider, vielleicht wäre der Hand noch 2-3 Sekunden gegangen oder so. So, mal gucken. Es war ja jetzt, ich habe den zum Schluss gesagt, es ist nur zwischen Gin und Oni, aber es war definitiv die Gin-Beschleunigung da. Die konnte ich ja vorhin nicht testen, weil er vorhin nie da hochgekommen ist. So. Ich kann leider nicht mehr sprinten als Geist. Das konnte man früher mal. Sie ist tot! Deswegen ist sie ruhig, sie ist tot. Also dann haben die das nicht gehört, hä? Ja, warte, wir warten mal, bis sie runterkommt, weil nein, nein, nein. Nein, nein, nicht Uni, nicht Uni. Nein, nicht Uni. Gin. Das passt zum Gin. Gin. Ich schreib's ihr. Ich schreibe sie ja kurz. Einmal werfen für ja, zweimal werfen für nein. Sie schreibt Gin. Also fahren wir mit dem Gin, ja? So. Das heißt, wir fahren mit Gin. Das heißt abfahren. Ich hatte leider keinen Smudge mehr. Hätte ich noch einen extra Smudge gehabt, hätte ich das auch noch überlebt, da diesen Gin-Test. Ich dachte, versuch's einfach mal. Ich wollte nur sicher sein. Aber so haben sie jetzt immer ein Perfect Game. Ich weiß gar nicht, ob das auch mitzählt für den Erfolg, weil da gibt es ja so einen Erfolg. Wenn man den Geist richtig erkennt hier 50 Mal, kriegt man da so einen Point-Hope-Erfolg. Also, deshalb. Hatte er den doch in dem Moment ausgemacht dann? Nee, nee, der hat, ich habe gehört, der kam zu mir hoch und dann habe ich gedacht, ja, warte mal ab, was der jetzt so macht. Dann habe ich gehört, der ist noch eine Etage höher gegangen. Dann habe ich gedacht, der Hand geht ja schon eine Zeit. Dann habe ich mich extra ins Sichtfeld gestellt, unten in dem Kinderzimmer und habe mir gedacht, vielleicht endet der Hand ja und ich konnte so den Gin-Test machen. Und der hat diese Beschleunigung nämlich dann gemacht. Dann habe ich versucht, in den Schrank noch zu kommen, aber der macht ja diese Beschleunigung dann, der Gin, und die Tür hat wieder so blöde rumgeglitscht bei dem Schrank. Die hat mich dann so rausgeglitscht und dann war ich natürlich tot, weil der die wahrscheinlich auch gleichzeitig in dem Moment, als ich die gepackt habe zum Zuhalten, aufgemacht hat, weißt du? Dann hat er mich mit der Tür zusammen da rausgeglitscht und dann war ich auf einmal da mitten im Zimmer und dann war ich schon tot. Na toll. Aber ja. Nur, dass ich gemerkt habe, wenn du das Kuscheltier nicht Fähigkeit vor den Abfahrtdings legst, ist irgendwann also, noch nicht richtig. Also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.